willkommen zur 28. Woche seit Beginn des Shutdowns. Mein Name ist Dirk Linn und wie diese Woche auch wieder alles aus dem Rückblick der vergangenen Woche und ein Blick in die Zukunft. Ja, schauen wir uns mal kurz an, was heute die Themen sind. Ich würde erstmal gerne auf soziale Netzwerke eingehen. Da sind wir gerade stark am Lernen und es gibt einige Dinge, die ich diese Woche ausprobiert habe und es ist schon sehr, sehr interessant, welche Reaktionen da erfolgen und wie diese Thematik funktioniert. Das möchte ich vorstellen aus meinen eigenen Beobachtungen. Ja, der zweite Punkt ist die Wirtschaft. Auch da gibt es einiges, was diese Woche wieder passiert ist von den Schlagzeilen. Dritter Punkt wäre die neuen Methoden, die wir anwenden. Auch da habe ich schon einiges vorgestellt, geht weiter so. Und man merkt, die neuen Methoden zünden in vielen Bereichen auch. Und am Ende leider, es gibt neue erschreckende Zahlen, was Corona angeht. Auch darauf möchte ich referenzieren, was es für uns als Unternehmer bedeutet und wie die wirtschaftliche Lage sich so darstellt. Aber das werden wir auch in einem zweiten Punkt schon sehen von dem IFO-Geschäftsklimaindex. Ja, dieses Mal möchte ich viel mit Zitaten arbeiten, die ich mir mal zusammengesucht habe. Und zwar von Christoph Lichtenberg. Man sollte sich nicht schlafen legen, ohne sagen zu können, dass man an dem Tag etwas gelernt hätte. Ja, das ist auch mein Motto. Ich möchte jeden Tag gerne was lernen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Augen und Ohren offen halten. Und ich lerne damit gerade sehr viel über soziale Netzwerke. Was man hier sieht, ist der YouTube-Kanal von Permanent Consulting, wo wahrscheinlich auch du dieses Video gerade siehst. Da wird ja hier eingereiht in diese Videos. Und wir haben auch einiges, was wir an Marketing machen. Wir haben neben dem REX-System, das ihr wahrscheinlich auch alle kennt, als Talent-Management-System, das über die REX Systems GmbH in Hamburg vor allen Dingen beworben wird, ein weiteres Produkt, das nennt sich ZEST. Und dieses ZEST, da geht es um Mitarbeiterführung, Engagement, um Motivation und solche Dinge. Das möchten wir aber anders platzieren über sogenanntes C2B, also Consumer to Business. Idee ist dabei, Menschen zu erreichen, die sagen, oh, das könnte bei mir im Unternehmen auch eine Bewandtnis haben, also gar nicht Entscheider anzusprechen, sondern Mitarbeiter, Menschen, die sagen, wow, mir fehlt das Feedback, die Führung bei uns ist vielleicht nicht gut, die Kultur könnte mal möglicherweise auf eine andere Plattform draufgestellt werden, dass man ein Empfehlungswesen gibt und sag mal, Menschen zu ihren Führungskräften, zu ihren Geschäftsführer, zu ihren Entscheider gehen und dieses System, was wir anbieten, mit ZEST vorschlagen. Und hier sieht man zum Beispiel ein Interview mit Konstanz Nagahiro und mir. Wir haben am Anfang mit einer, oder wir haben immer noch mit einer Agentur Your Chance, mit Tanja und mit Julie gute Erfolge. Wir haben dort speziell Facebook und Instagram als unsere Plattformen ausgesucht und gemerkt, dass wir zum Beispiel mit Stockfotos, mit also vorgefertigten Bildern eigentlich gar keinen Erfolg haben. Das guckt keiner mehr. Man braucht irgendwelche Stories, braucht man Menschen, der normale Alltag, das ist das, was zieht. Und seit wir umgestellt haben auf die Videos, und hier sieht man zum Beispiel einige Interviews von Constanze und mir, die natürlich auf dem Kanal auch, auf dem YouTube-Kanal von Permanent auch veröffentlicht worden sind. Und welche oben, man kann es wahrscheinlich sehr schwer erkennen auf dem Video, sieht man mit hier diesem Peak, dass die Videos unheimlich stark zu einem Verkehr auf der Webseite von uns beigetragen haben. Das haben andere Sachen, Stockfotos, einfach Texte eben nicht. Ich glaube, Menschen wollen Menschen sehen und das haben wir gelernt. Wir müssen also viel mehr mit Interaktion reingehen, auch mit Webinaren möglicherweise unterfüttern. So diese typische Prospektverteilung wie damals, ich habe ein tolles Produkt. Das zieht nicht mehr. Menschen wollen Menschen sehen. Und deswegen ist bei uns auf der Webseite natürlich auch alles interaktiv und auch die Energiequickies, die ich zusammen mit Esther Gauss mache, auch dort gibt es viele Filme darüber, viele Interviews, die wir auch führen, auch interessante Gäste, die wir in Zukunft einladen werden und schon hatten. Der nächste ist Stefan Freise von CodeX in Paderborn, dann übernächste Woche Dienstag. Schaut da mal rein. Ja? Also da lernen wir viel. Auf der anderen Seite habe ich auch einen eigenen YouTube-Kanal, so ein Experimentierkanal. Man sieht dann die einige Dinge über meine Bands, die ich habe, Hot Star von Jamblifiers. Und man sieht über Fliegen mein Hobby. Und dort experimentiere ich mit Dingen. Und das ist das Learning von dieser Woche. Man sieht hier zwei verschiedene Filme hier unten. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wie wir die deutsche Sprache vereinfachen können. Also gerade diese Gender-Thematik, dass man immer liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder eben umgekehrt, dass man immer dieses Männliche und das Weibliche, beide Formen benennt. Und ich habe so ein paar Ideen im Kopf gehabt, die ich einfach mal reingesetzt habe in diesem Film. Schau mal rein. Und das Interessante dabei ist, es ist eine riesen Diskussion gerade dann drauf gekommen. Man sieht jetzt die 61 Kommentare, das ist gerade 3 Tage alt, dieser Thread.
aber unheimlich viele, sag mal, Reaktionen, speziell von zwei, muss man dazu sagen, die sich jetzt gerade so ein bisschen auch so aufgeschaukelt haben. Könnt ihr nachlesen unter Facebook, lohnt sich auf alle Fälle. Das Interessante dabei ist, das ist ein Thema, das ich erstmal generell platziert habe, weil diese Genderisierung betrifft uns ja alle. Also dachte ich aber, ich probiere mal so einen Versuchsballon auf. Und das habe ich gerade zwei Menschen gehabt, die eigentlich gar nicht auf meine Lösung sich eingeschossen haben, also meine Idee zumindest. Ob es eine Lösung ist, weiß natürlich nicht. Das ist auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen waghalsig dort, die Dinge, die ich vorstelle. Aber die beiden haben am Thema eigentlich vorbei grundsätzlich die Genderisierung sich angeschaut. Also gar nicht das, was ich im Film drin als Lösung zur Diskussion gegeben habe. Und da lerne ich, dass zum Beispiel diese Punkte, wenn man irgendwas reinsetzt, ganz andere Reaktionen hervorrufen können. Und gerade so allgemeine Themen, die klappen eigentlich ganz gut. Und ich selbst habe ja auch einen Kanal, wie gesagt, und es gibt Themen zum Beispiel Lernen, über Fliegen. Ich habe einen Flug nach Kroatien von Paderborn aus als Tutorial aufgebaut. Und mittlerweile habe ich da über 25.000 Klicks da drauf. Und das ist eine tolle Geschichte. Es gibt viele allgemeine Themen, die man besetzen kann, auch mit Diskussionen dabei, mit Hilfen dabei. Und das hilft. Und da lerne ich zum Beispiel, das sind so meine Learnings in den sozialen Netzwerken. Ja, gehen wir weiter in die Wirtschaft. Und da gibt es auch ein Zitat von Ludwig Börne. In einem Bankenschiff fällt um, wer stillsteht und sich nicht bewegt. Und ich glaube, das gilt umso mehr heute. Wir haben eine sehr bewegte Zeit, vieles verändert sich, und zwar nicht nur so punktuell wie vielleicht bei der Dotcom-Blase oder der Wirtschaftskrise 2007, 2008. Diesmal wird es anscheinend deutlich nachhaltiger werden, und es kommen weitere Einflüsse wie zum Beispiel Klimawandel, Umstieg auf Elektromobilität dazu und ganz viele andere Themen neben der Gesundheit, die reinspielen. Also es tut sich unheimlich viel. Digitalisierung ist einer der Top-Treiber. Und wenn man mal diese IFO-Konjunkturuhr uns anschaut, das ist also ein Bild von heute bzw. vom 24.09., dann kann man so sehen an den Jahreszahlen, wie sich das in der Boom-, auf Abschwung-, Rezession- und Aufschwungphase alles so verändert hat. Und man kann hier sehen, diese Boom-Phase, wir kamen raus aus 2009, hier rein, 2009 Rezession, ging in den Aufschwung rein nach dieser Wirtschaftskrise, die wir hatten, und dann hier oben sehr lang in dieser Boomphase bewegt, bevor wir hier dann 2019 schon, das darf man nicht vergessen, 2019 war schon eine Tendenz Richtung Abschwung da, also vor der Corona-Krise, und dann ging es 2020 rapid nach unten in die Rezession rein, wieder nach oben, und jetzt zeigt wohl dieser Trend Richtung Aufschwung wieder oder Richtung Boom in diesem Falle sogar. Das muss man mal anschauen, aber es gibt ja viele negative Nachrichten, wie zum Beispiel Lufthansa. Wer hätte gedacht, dass Lufthansa keinen lebenslangen Job garantieren kann? Das war ja früher wie auch die Eisenhütten zum Beispiel. Das war bei ThyssenKrupp, hat man gesagt, geh zu ThyssenKrupp, hast du lebenslang einen Job. Oder VW, ja, weltgrößter Automobilhersteller, auch die sind in der Krise. Ja, Opel hat die Kurzarbeit bis 2021 verlängert zum Beispiel. Also nichts ist mehr so, wie es war. Und vor allen Dingen die Frage ist, kommt dieser Luftverkehr mit dieser Digitalisierung, die wir jetzt auch gerade haben, wieder auf den alten Wert zurück? Und da spielen viele andere Dinge, wie zum Beispiel auch das veränderte Urlaubsverhalten und die Digitalisierung natürlich mit rein. Ja, auf der anderen Seite hat man jetzt mal Söder, der sich ja noch ein bisschen profilieren muss, aber hat auch ein Autoland mit Bayern, mit Audi und mit BMW und Co. Und er sagt zum Beispiel, ähnlich wie Kalifornien es auch gesagt hat, er will die Verbrenner 2035 nicht mehr zulassen. Das hat einen riesen Impact übrigens auf alles in Deutschland, also viele, nicht alles, aber vieles. Private Ladeinfrastruktur, das heißt, dort werden neue Jobs entstehen. Die ganze Versorgungsnetzwerke müssen ausgebaut werden. Es muss vielleicht ein Smart Grid weiterkommen, das heißt, diese elastischen Speicher im Netzwerk wird es betreffen. Unser ganzes ÖPNV-System wird es betreffen. Unsere private Nutzung von Autos, möglicherweise habe ich bald kein eigenes Auto mehr, sondern über ein Fuhrparkmanagement an Ladestationen Autos, die vielleicht zu mir gefahren kommen und ich fallweise eben dieses Auto nutze. Auch da Statussymbol Auto, was bei vielen Jungen ja nicht mehr dabei ist, ist vielleicht in Zukunft gar kein Statussymbol mehr, sondern einfach wie Wasser und Strom oder wie Internet heutzutage, man hat das, aber es gehört einem nicht mehr. Also wir haben viele Dinge,
die wir vielleicht ändern müssen. Und dazu auch Charles Darwin sagt, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Und ich glaube, das ist das, was wir heute uns überlegen müssen. Inwieweit kann ich in meinem Kopf mit Dingen abschließen und neue Dinge aufnehmen? Dazu kommt später noch ein weiteres Zitat. Ja, lebenslanges Lernen ist ja nichts Neues. Also so vor 10, 15 Jahren war lebenslanges Lernen ganz normal als Buzzword. Bloß ich erlebe heute auch vielfach in der Lehre, übrigens auch bei Lehrern, die Nichtbereitschaft, eben neue Dinge zu tun. Das betrifft nicht alle. Wir haben viele Eltern, die auf den Status quo pochen. Es gibt viele in der Firma, die auf den Status quo pochen. Es gibt auch viele Unternehmer, die auf der alten Führungsstruktur pochen. Also der Kopf ist noch nicht frei genug. Und wir müssen überlegen, ob wir das, was wir gerade tun, aus der Historie bedingt, ob wir es weiter in Zukunft tun können. Und ich glaube das einfach nicht. Hier sieht man zum Beispiel vorgestern Abend, Freitag, unseren Aero-Club. Wir haben eine Zeit lang nur virtuelle Meetings gehabt, aber wir haben jetzt im großen Hangar gut durchgelüftet, einen Clubabend gemacht. Aber wir machen den Clubabend so, dass wir mal Themen dabei haben. Hier in dem Fall war der Marco Del Nero mit dabei von der Luftaufsichtsbehörde in Münster, von der Landesregierung in Münster. Und er hat uns viele Dinge erzählt für Piloten, die uns interessant sind im täglichen Leben, was sich auch verändert hat und solche Dinge. Und auch hier haben wir mit modernen Methoden gearbeitet. Man sieht also hier Kameras. Und wir haben diesen Abend aufgezeichnet. Das gab es früher alles gar nicht. Und auch Piloten, die jetzt nicht an dem Abend kommen konnten. Und wir haben ungefähr 500 Piloten im Club. Man sieht also, nicht alle 500 waren da in dieser gut gelüfteten Halle. Wir sind auch oben mit Mund-Nasen-Schutz übrigens gelaufen bis zum Sitzplatz. Dort erst den Mund-Nasen-Schutz abgenommen und haben darauf geachtet, dass wir auch die ganzen Corona-Regeln auch beachten. Auch eine Teilnehmerliste gab es im Vorfeld, über Doodle musste eingetragen werden. Also alles das sehr, sehr sauber. Aber wir haben das geschafft, jetzt diese Clubabende auf neue Beine zu stellen. Die Flugzeuge haben wir ausgeräumt, haben dann den Hangar eben als unseren Schulungsraum, unseren Clubabend genutzt. Und die Sache war auch jetzt wieder in einem neuen Flair versehen. Ja, und die größte Schwierigkeit der Welt, sagt auch der John Maynard Keynes, besteht nicht darin, die Leute zu neuen Ideen zu bewegen, sondern eben, dass die alten vergessen werden oder dass man einfach mal sich löst von den Gedankenmustern. Und das erlebe ich leider sehr oft, dass man sagt, früher war alles besser, aber wir haben doch, also die ganzen Geschichten, Richtung nach hinten gucken und nicht nach vorne gucken. Das nützt nichts. Und auch bei mir im Unternehmen, ich bin jetzt gerade dabei, neben den Softwareprodukten, die wir haben, auch zu überlegen, wie der ganze Markt sich verändert. Ja, also welche Änderungen stehen an? Wo kann ich im Unternehmen helfen? Und ich glaube, wichtig ist, dass man den Nutzen erkennt und dass man sich anbietet und sagt, ich habe vielleicht schon ein paar Dinge verprobt und wir haben bei Permanent sehr viele Dinge verprobt und ich kann euch helfen mit Ideen. Und daraus kommen ja neue Ideen, also viel sprechen miteinander. Das ist, glaube ich, das Credo in der heutigen Zeit und nicht auf dem Status quo beharren und sagen, ich weiß, wie es geht. Ich glaube, keiner weiß es, wie es wirklich geht. Ja, und Corona, ja, die aktuelle Lage, man sieht es hier in der Übersicht, Deutschland noch grau. Das heißt, wir haben nur wenige Landkreise wie Hamm und in Bayern, ein paar Landkreise, die über den 50er Inzidenzen drauf sind. Aber gerade Frankreich, Spanien, ja auch Portugal geht es ganz gut ab hier oder hier in den östlichen Gebieten. Da ist einiges gerade los und das wird im Winter wahrscheinlich noch viel schlimmer werden. Und wenn man mal diese Sterbenrate anschaut, klar, wir haben immer mehr junge Leute, die infiziert werden und die Sterblichkeit ist in Deutschland toi 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 noch sehr gering. Und man sieht hier zwischen den 35 und 59-Jährigen, da gehöre ich auch dazu, dieser Zielgruppe, haben wir mehr Männer als Frauen. Also Männer sind per se anscheinend öfter betroffen als Frauen. Das zieht sich über die gesamten Jahrgänge rüber. Und zwischen 60 und 80 plus ist eben dieser deutliche Peak. Und ich überlege jetzt auch zum Beispiel eine Grippeimpfung angedeihen zu lassen, weil Grippeimpfung kann zumindest einige Symptome vermindern, wenn eben diese Corona-Geschichte bei mir greifen sollte. Heißt aber weiterhin, wir müssen aufpassen mit dem. Und wenn die Jungen sich dann durchmischen zu den Alten, in die Altenheime, in die Krankenhäuser, kann es wieder ganz weit nach vorne losgehen. Und weltweit, und das ist das Verrückte hier, und das ist auch diese Dramatik der ganzen Geschichte, ist, dass wir weltweit weiterhin einen ganz starken Anstieg haben. Was ich im Moment noch ein bisschen vermisse von den Zahlen her, ist Afrika. Hier unten waren mal ein bisschen höheren Zahlen dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, aus meiner beschränkten Sicht hier, der auch nichts mit der
Wissenschaft in dem Falle zu tun hat, was Corona angeht, dass in Afrika dort diese Dinge so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Man sieht hier, Asien ist der rote Bereich, ein sehr der bevölkerungsreichste Kontinent. Da geht es dramatisch nach oben und auch Nordamerika, Südamerika sind davon betroffen. Ja, und ganz schlimm ist, wenn dann solche Sachen passieren, wie Söder diese Woche, dass er Morddrohungen erhält, weil er Dinge tut, die er tun muss. Und manche Leute einfach aus dem alten Denken mit den Reichsflaggen von damals noch sagen, wir sind in einer Diktatur. Das ist wirklich komplett daneben in meinen Augen. Wir müssen schauen, dass wir uns immer wieder ein bisschen bewegen, Dinge auf den Prüfstand stellen. Und das tun wir auch. Corona-Regeln verändern, auch über die 16 Bundesländer unterschiedlich verändern, um einfach zu verproben, Proben durchzuführen. Aber das ist wirklich das Ende. Und wenn sowas kommt, das ist die Diktatur, die wir alle nicht haben wollen. In diesem Sinne, diese Woche erstmal vielleicht noch einen längeren, zitatreichen Videoblog reingepackt. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ansonsten Quellen gibt es hier unten noch in diesem YouTube-Kanal mit dem Verweis da auf meine Quellen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Euer Dirk Lin von Permanent. Macht's gut.